Leute, heute ein Video, wo wir arbeiten mit unseren Füßen. Dann, die erste Sache, suchen wir diese drei Punkte in unseren Füßen. Ich habe schon vorbereitet meine Schuhe. Wo wir haben eine Punkte hier auf dem Hacke, andere Punkte hier hinter unserer Großzehe und andere Punkte hier hinter unserer Kleidung. Mit diesen drei Punkten fangen wir mit unserer ersten Übung. Eine Frage: ja. Wie kann man diese drei Punkte besser spüren? Vielleicht ist einfach abheben unsere Zehen, ja, und aktivieren unsere Füße, ja, und aktivieren unsere Füße. Diese zwei Punkte vorne und diese Punkte hinter und danach bleibe mit diesen Füßen aktiv. Ich lasse meine Zähne runtergehen. Und dann, wenn ich habe das gemacht, ich könnte auch spielen mit diesen drei Punkten und gehen auf eine Beine. In dieser Situation ich könnte auch beugen, strecken, sie und ich spiele auch mit den Punkten. Egal, wir haben einen Höhe-Absatz, Fall. Für den folgenden, ich arbeite mit der gleichen Idee. Ich bin hier mit meinem Höheabsatz und ich versuche es belasten. Ich meine, diese Punkte hinter. Und danach diese Vorstellung probieren wir bewegen. Und in unserer Bewegung denken wir noch in diese drei Punkte und versuchen zu spüren, was passiert in unserem Bewegung, in unserem Laufen, was passiert mit diesen Punkten. Welche sind in Kontakt, wie viel lasse vielleicht eine, danach zwei und dann drei Punkte. Wie ich kann gehen, erst in einen Punkt, wenn ich gehe nach vorne, das ist, benutze meine Hacke, wenn ich gehe nach hinten, ich benutze meine Spitze aus. Und wenn ich gehe in einen Seitenschritt, wo wir vielleicht belasten erst eine Punkte in der Innenkante und danach langsam wir gehen vielleicht in die drei Punkte und wenn ich wollte, bleiben vorne, ich würde belasten diese zwei Punkte vorne. Meine Frage, ja. Was machen hier die Fußgelenke? Die Fußgelenke sind ganz frei, das lässt mich auch fließen in meine Bewegung und halte eine gleiche Ebene und arbeite mit diesen Punkten, dass ich kann verschiedene Teile in meinen Füßen finden und verschiedene Kontakt mit dem Kopf. Mhm. Falls ich bewege nicht meine Fußgelenke, ich werde immer haben ganz Kontakt mit meinen Füßen. Wir suchen nicht, wir suchen abholen in unserer Bewegung. Mhm. Und wir haben auch ein kleines Spiel. Und in diesem Spiel, wir nehmen ein Glas, wir nehmen ein Tee, vielleicht ein Wein, kann ja suchen, was wir wollen für unsere Übung machen. Und mit dieser Flüssigkeit können wir auch probieren und testen, wie ist unsere Bewegung und wie ist unsere Flow in dieser Bewegung. Entspannt, immer check, was passiert mit dieser Flüssigkeit in unserem Glas. Das kann sein, auch unsere Balde, was passiert in den Wiegerschweden. Konzentriert in unsere Balde, wie immer. Und danach können wir trinken und bedanken. Bis zum nächsten Mal.
Da-d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 a